Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Mai 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen die Horoskope anders. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an, nur für 10 Euro. Schweiz ist etwas mehr wegen die Bankgebühren. Liebe Soela, ich grüße dich. Das Bild, was du siehst, zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop ändert sich nichts, aber gar nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, das ist dein Seelenplan. Ich möchte die beiden Mondknoten erstmal beschreiben. Die beiden hier die absteigende Mondknoten und hier die aufsteigende Mondknoten, die beiden bilden sich eine Drache. Aber das ist getrennt. Der Kopf wurde abgeschnitten. Die Körper kennen wir schon. Das ist die absteigende Mondknoten. In diesem Weg bist du schon gegangen. Das sind Erinnerungen an früheren Leben. Das ist die Löwe im höchsten Punkt des Horoskopes. Das heißt, im früheren Leben warst du Herrscherin oder hast ein großes Ansehen bekommen, standst in Öffentlichkeit, du hast Bewunderung erhalten, du warst im Glanz. Das sind deine Erinnerungen. Dein Aszendent ist Skorpion und hier befindet sich im Geburtshoroskop Neptun und dieser Neptun ist rückläufig. Und diese Rückläufigkeit zeigt auch karmischen Themen. Und hier erzählt mir diese Kombination, dass du warst zwar in Öffentlichkeit, oder warst du in einer königlichen Umgebung, eine Herrscherin, aber wurdest verraten, enttäuscht. Und jetzt in diesem Leben bremst das dich etwas, weil du traust es nicht zu, dich zu behaupten oder wieder in Öffentlichkeit gehen oder deine Berufung leben. Weil das sind diese Enttäuschungen, diese Erinnerungen. Und die Skorpion vermittelt dir, transformiere deinen Gefühlen. Skorpion hat mit Gefühlen was zu tun. Es sind positive Gefühle und es sind negative Gefühle. Die eine System mit dem anderen System hat überhaupt nichts zu tun. Zum negativen Gefühlen gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Wut, Aggression, auch Enttäuschungen und Eifersucht oder Neid oder Hass, all diesen Gefühlen. Und zum positiven Gefühlen gehören Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Zärtlichkeit, Fürsorglichkeit und Liebe. Und verlassen diese negativen Gefühle, weil das blockiert. Und das kann dazu führen, dass du Angst hast, wieder in Öffentlichkeit zu sein, weil dann hast du wieder Neide. Und dann bist du auch ein bisschen misstrauisch. Also nicht, weil du grundsätzlich so bist, sondern weil diese Erinnerungen hast in dir, in deinen Seelen. Und genau das sollst du verändern, transformieren. Und dann aber all das, was in dir schlummert, rausholen. Und das zeigt hier Jupiter im Verborgenen, in Waage, die Kreativität, die künstlerische Begabung, diese Harmonie, deine Größe, deine Macht über dich selbst. Hol das raus von dieser Schattenseite
und lebt die Öffentlichkeit wieder diese Löwe-Energie. Und die Absteigen der Mondknoten erzählt davon, was du erlebt hast im früheren Leben. Und die Aufsteigen der Mondknoten, hier dieser Drachenkopf, das, was die Seele braucht. Das, was du brauchst, was du suchst auch. Weil das fehlt, die Drachenkopf oder Rahu fehlt. Und das ist im Wassermann. Die Leichtigkeit, die Weitsicht, der Freiraum, auch die Ideen zu verwirklichen und das befestigen, weil das ist die Basis, das ist die Fundament und dein Zuhause. Gibt dir immer die Halt in dein Leben. Diese beiden Mondknoten bewegen sie sich auch und aktivieren karmische Themen. Diese Absteigen der Mondknoten, Ketu, was mit der Vergangenheit was zu tun hat, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch im Schütze und aktiviert Schützenthemen wie Orientierung oder Bewegung, Sport, Reisen. Und hier im zweiten Lebensbereich handelt es sich um deine Werte, um Besitz und Finanzen. Und dieser Drachenkopf, was die Seele sucht, die Neuorientierung, und das braucht die Seele, diese Erfahrungen, bewegt sich dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch in Zwillingen und aktiviert hier die Thematik, was zum achten Lebensbereich gehört, und das ist die Wandlung, die Erneuerungsprozesse und auch Finanzen. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch, obwohl bei Sonnenbewegung, bei dieser Art von Bewegung, muss ich das genau beschreiben, die Bewegung macht eigentlich nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und dieser Wandel, diese Bewegung, was man Transit nennt, aktiviert immer etwas im Horoskop. Und genau das, was in diesem Vorschau bei diesen Monatshoroskopen genau betrachten. Erste Mai ist zwar vorbei, aber ich beginne mit 1. Mai. Vielleicht hat dieser Tag auch etwas Wichtiges vermittelt. Sonne, das ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Sonne steht auch in Verbindung zum Vater, zum Vaterbild, aber auch zu unserem Selbst. Wo Sonne bewegt sich, da sind die Monatsthemen, da fließt die Lebensenergie. Sonne befindet sich im Widder. Widder kann auslösen ein Neuanfang oder Begeisterung oder neue Ideen, Neuorientierung, und das im sechsten Lebensbereich. Und das hat mit unserem Alltag was zu tun und die beruflichen Situation außerdem steht in Verbindung zum Gesundheit. Uranus befindet sich auch immer wieder länger, einigen Jahren noch nach indischen Berechnung. Uranus löst Veränderungen aus. Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Oft kommt das wirklich plötzlich unerwartet und das sind Neuanfang, besonders wenn das um berufliche Situationen geht. Beruflichen Neuanfang, beruflichen Veränderungen. Astromedizinisch steht Uranus in Verbindung zu unserem Nervensystem. Also wenn das um gesundheitliche Themen handelt, dann ist gut immer die Ruhe bewahren. Mars setzt etwas in Bewegung, steht auch mit Themen im Zusammenhang, was die Bewegung bedeutet, wie Auto oder öffentlichen Verkehrsmittel oder Sport.
Mit Mars-Energie können wir uns behaupten im Leben. Mars ist männlich, kann auch eine männliche Person bedeuten. Mars im Geburtshoroskop zeigt der Partner. Aber bei dieser Art von Bewegung kann auch eine andere männliche Person sein oder mehrere. Sogar ein Beamter, ein netter Nachbar, ein Mann von Verwandten, aber auch natürlich der Partner. Mars befindet sich im Stier. Aktiviert bei dir die Thematik, was zum siebten Lebensbereich gehört, und das ist Partnerschaft. Also Chancen, mit Partnern etwas unternehmen, näher kommen oder wenn du alleine bist, zu einer neuen Begegnung. Dann kommt noch die Stierenergie dazu. Und das heißt, wenn das um deine Kraft geht, dann ist wichtig zur Zeit im Ruhe bleiben, das Leben genießen, gemütlich machen. Und natürlich, das wirkt auch auf die Partnerschaft auch positiv aus. Stier steht auch mit Besitz und Finanzen auch in Verbindung. Das kann auch ein Thema auslösen, dass du deine Kraft einsetzen sollst, um Besitz und Finanzen kümmern. Jupiter vergrößert etwas. Momentan ist rückläufig, das bremst. Das heißt, wenn wir vorhaben, etwas vermehren, vergrößern, dann zeigt Jupiter, mach langsam, langsam. Etwas noch überprüfen, nachdenklich zu sein, das ist noch nicht die richtige Zeit. Vielleicht kommt noch auch noch etwas Besseres. Diese Rückläufigkeit kann auch mit Vergangenheit im Zusammenhang sein. Jupiter ist nicht nur der Planet, was etwas vergrößert, sondern Jupiter bringt uns Glück und steht auch zum Gerechtigkeit. Also bei Jupiter Einfluss kann auch eine rechtliche Lage sein. Jupiter befindet sich in Skorpion. Bei diesem Jupiter Einfluss hast du mehr Chancen, mehr Möglichkeiten in dein Leben, etwas verbessern, schenkt dir auch optimistische Haltung, glückliche Lebensumstände. Jupiter vermehrt etwas, die ersten Lebensbereich oder dein Aszendent, das ist dein Aszendent Skorpion, steht auch zum Aussehen, zum Körper. Natürlich bei Jupiter Einfluss kann das auch bedeuten, etwas zunehmen oder Schwangerschaft. Saturn ist der Planet der Schicksal und hütet der Karma. Saturn belehrt uns und führt uns dazu, dass in unserem Leben in Ordnung verläuft, dass das Struktur gibt. Saturn ist rückläufig. Das kann sein, das bremst etwas, die schicksalhaften Veränderungen. Oder hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Oft sind es auch karmische Themen. Abgesehen davon, dass Saturn hütet auch den Karma. Saturn bewegt sich im Schütze. Die Themen sind hier Schütze-Themen, wie etwas endlich mal in Bewegung setzen, aber du brauchst hier die Orientierung. Schütze steht auch in Verbindung zum Sport, Bewegung, Ausland, und im zweiten Lebensbereich wird beschrieben die Werte. Selbstwertgefühl, Wertschätzung, Besitz und Finanzen. Hier kommt jetzt Ordnung. Pluto zeigt alles oder nichts. Konzentriere auf dem Wesentlichen, alles andere ist egal. Das ist der Fokus, wo du hinschauen sollst. Pluto ist auch rückläufig und zeigt, räum auch, was mit der Vergangenheit zusammenhängt. Pluto ist auch im Schütze. Das sind die gleichen Themen wie bei Saturn. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Und Glauben versetzt Berge. Wir brauchen eine Vorstellung, was wir erreichen möchten in unserem Leben. Außerdem
Neptun steht in Verbindung zu unseren Träumen, unserer Fantasie, lässt uns inspirieren, auch der Planet der Künstler. Neptun bewegt sich in Wassermann. Dann kommt die Wassermann-Energie dazu, die Leichtigkeit, die Ideenreichtum, deine Fantasie, das zu verwirklichen. Weil das ist gerade die Basis. Und das kannst auch in deiner Wohnsituation mal beginnen, hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Venus ist eine weibliche Energie, zeigt uns als Frau, unserem Aussehen, diese Weiblichkeit, aber auch die Liebesenergie, wie wir das erleben in der Liebepartnerschaft. Venus ist auch der Planet der Liebe, aber nicht nur das, sondern alles, was schön ist. Kunst, Kreativität, Harmonie und Frieden. Und all das löst im Horoskop aus, wenn Venus-Einfluss kommt, dann bringen wir etwas in Harmonie oder wir verschönern etwas. Und das ist schön und angenehm. Oder leben wir die Liebe oder die Kreativität oder achten wir auf unserem Äußeren oder verschönern wir zu Hause etwas. Aber bedeutet auch Frau oder Frauen, gerade wenn ein Venus-Einfluss haben im Horoskop, das kann auch Einflüsse sein in unserem Leben. Und das ist eine bestimmte Frau oder mehreren Frauen, dieser Kontakt. Venus bewegt sich in Tierkreiszeichen Fischen und hier hast du die Themen Lebensfreude. Das natürlich hängt eher mit Liebe, Partnerschaft zusammen, das zu genießen oder steht in Verbindung zum Kinder und das ist weiblich. Merkur und Mond bewegt sich auch hier in Fischen. Bei Merkur-Energie kommen die Erinnerungen an die Kindheit, Jugend. Merkur steht für Kinder und Jugend. Oder hast du Arbeit hier mit Kindern oder Jugendlichen? Das ist natürlich auch möglich. Oder zeigt deine Kreativität, das in Sprache bringen. Und Mond aktiviert das alles. Mond ist die große Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr und herrscht über unserem Unbewussten, beeinflusst auch unseren Gefühlen. Mond ist auch eine weibliche Energie, steht in Verbindung zur Mutter und hier haben wir auch mütterlichen Gefühlen. Das ist auch Empfängnis, also kann auch Schwangerschaft auch auslösen, besonders wenn hier im fünften Lebensbereich durchläuft und noch Venus auch hier, die Liebe, die Leidenschaft. 2. Mai steht Mond mit Venus in Verbindung, Mond-Venus-Verbindung, die treffen sie sich und sie wirken zusammen. Thema ist natürlich Liebe, auch die Gefühle dabei oder die Kreativität. Hier im fünften Lebensbereich kommen noch die Kinder auch dazu oder die Neuigkeiten oder Lebensfreude. 3. Mai steht Mond mit Merkur in Verbindung. Hier handelt es sich um Gespräche und Handlungen und das nach Gefühl oder löst etwas aus in unseren Gefühlen. 4. Mai übergeht Mond im Widder und trifft mit die Sonne. Das ist Neumond. Hier im Widder Energie würde das bedeuten stürmisch voran. Aber die Neumond sagt was anderes aus. Zurückhaltend sein, nachdenklich sein, meditieren. Worüber? Entweder über einen Neuanfang, das wäre die Wiederenergie, oder die Themen, was im sechsten Lebensbereich gehört. Nachdenklich zu sein über die Arbeit, nachdenklich zu sein, wie bewältigen wir den Alltag oder über gesundheitliche Themen. Dieser Neumond ist exakt 23.46 Uhr, also kurz vor Mitternacht. Das heißt, das wirkt im nächsten Tag auch noch.
5. Mai übergeht Merkur im Widder. Aktiviert die Widderenergie. Das kann Begeisterung sein, das kann auch Neuanfang sein. Und Merkur handelt oder handelt sich um Gespräche. Entweder hast du diesen Impuls zum Handeln, weil dich begeistert etwas, oder hast du ein Gespräch und das setzt auch etwas in Bewegung. Und wo? Das ist im Alltag oder im beruflichen Umfeld. Eventuell Gesundheit, kann auch ein Arzttermin sein. 6. Mai übergeht Mond im Stier. Mond aktiviert die Stierenergie und das heißt die Ruhe bewahren, den Tag genießen, gemütlich machen, aber auch Werte anschauen, Wertschätzung und um die Finanzen kümmern und alles spielt sich ab im 7. Lebensbereich, das heißt, das überträgt sich auch noch in die Partnerschaft. 7. Mai übergeht Mars in den Zwillingen. Wo setzt du deine Kraft ein? Das ist die Wandlung. Das heißt, bleib im Inneren Kraft und alles andere loslassen oder trennen von etwas. Das sind manchmal auch Kontakte, was dich nervt. Und mit Mars-Energie hast du den Mut, das zu sagen, nein, ich habe jetzt keine Zeit. Oder konzentrieren auf deine inneren Kraft. Hier in diesem Lebensbereich, besonders wenn die Zwillingenergie auch dazu kommt, wo auch mit Handlungen, mit Gesprächen, mit Verträgen auch was zu tun hat, kann natürlich bedeuten eine erbschaftliche Situation oder Terminen, Verträgen im Ämtern, was mit Finanzen zusammenhängt. Finanzamt, Banken, Versicherungen, Investitionen. 8. Mai übergeht Mond in Zwillinge und trifft mit Mars. Und das hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Und hier geht es auch um Transformation. Konzentriere auf deine inneren Kraft und alles, was deine Kraft raubt, das Grenzen setzen. Hast du vielleicht einen Kontakt und du hast keine Lust dazu, dann zeig auch Kraft und sag, nein, heute habe ich keine Zeit. Hier handelt es sich auch um Themen wie Finanzen und Ämtern, da die Kraft einsetzen und handeln nach Gefühl. Oder Themen wie Sexualität, hat auch mit deinen Gefühlen auch was zu tun. Und Mars-Energie, das ist der Mann und kann auch diese Leidenschaft hier auslösen. Im selben Tag trifft Merkur mit Uranus. Merkur-Uranus-Treffen im Widder, das kann Neuigkeiten oder ein Neuanfang auslösen und das im Bereich Arbeit. 10. Mai übergeht Mond im Krebs. Und hier hast du Themen wie Reisen, Ausland, Auslandskontakte, Spiritualität. Bei Krebsenergie ist das auch gut möglich, weil Krebs ist oft im Rückzug und gestaltet einen inneren Raum, ein inneren Zuhause. Ich nenne das als inneren Tempel. Und das erleben wir bei Meditation. Und das braucht dein Gefühl. Mond hat einen Einfluss auf deine Gefühle. Außerdem kann hier auch Themen sein wie familiären Themen oder Familie im Ausland. Das kann auch dein Partner sein oder eine neue Heimat im Ausland. 11. Mai übergeht Venus im Widder. Und aktiviert Themen Arbeit, Gesundheit. Das ist möglich, das verläuft im Arbeit alles schön
und harmonisch? Oder bist du sehr kreativ im Arbeit? Oder hast du Kontaktgespräche mit deinen Arbeitskollegen? Oder hast du Arzttermin, wie bei Frauenarzt? 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Halbmond ist immer Spannung, Unsicherheit, Nervosität. Das ist hier, das sind Krebsthemen, das kann Familie bedeuten. Oder Themen mit Ausland, Auslandskontakte, Bildung, Prüfungen oder Spiritualität oder Glaubenssätze, dass wir fangen an daran zum Zweifeln, woran wir bis jetzt geglaubt haben. Dieser Halbmond ist exakt um 2:12 Uhr. Es fehlt in diesem Tag die Erde-Element. Es fehlt die Sicherheit, die Stabilität, auch die Selbstsicherheit oder die Struktur oder das Geld zum Reisen. 13. Mai übergeht Mond im Löwe und aktiviert Themen wie Öffentlichkeit, Zielerreichung, Berufung. 15. Mai ist Mond im Jungfrau. Dann kommen die Jungfrau-Themen, wie etwas in Ordnung bringen, etwas bereinigen. Dann braucht man Heilung. Und dann die Themen, was zum 11. Lebensbereich gehört. Deine Wünsche, deine Sehnsüchte, das in Ordnung bringen, daran glauben. Oder bei Freundschaften. Jungfrau ist kritisch. Du sollst die Freundschaften auch kritisch betrachten und trennen Spreu von Weizen. 16. Mai übergeht Sonne im Stier, beginnt ein neues Monatsthema. Das neue Monatsthema ist die Stierenergie und das heißt die Ruhe bewahren, das Leben genießen, gemütlich machen, verschönern etwas, weil das brauchen wir zum unserem Wohlbefinden, um die Besitz kümmern, um die Finanzen kümmern und bei dir kommt noch dazu die Lebensbereich, wo die Stier ist und das ist Liebe, Partnerschaft. 17. Mai übergeht Mond im Waage. Waage-Themen sind inneren Gleichgewicht, die Gerechtigkeit oder etwas vergleichen, ausgleichen und auch Partnerschaft. Und hier im 12. Lebensbereich ist der Rückzug. Zieh dich zurück, bleib im inneren Gleichgewicht. Überlege, was kannst du ausgleichen, vergleichen. Oder wenn das um Ungerechtigkeit handelt und hast du Wut, dann zieh dich zurück, halte dich davon raus. 18. Mai ist Vollmond im Waage hier. Und Vollmond bedeutet, das wird voll und ganz beleuchtet. Das sollte man hinschauen. Das sind die Verborgenen oder die Rückzug oder die Ursache nach etwas, oft die Ursache nach Erkrankungen. Dieser Vollmond ist exakt 22:11 Uhr. Im selben Tag steht Venus mit Uranus in einer Verbindung, Venus-Uranus-Verbindung. Und die wirken zusammen, das ist Liebe. Partnerschaft, Umbrüche, Veränderungen oder Veränderungen in die Arbeit und handelt sich um Kunst, Kreativität oder Selbstständigkeit, kann auch bedeuten, dass diese Veränderung, dieser Umbruch eine Frau auslöst in die Arbeit. 19. Mai übergeht Merkur im Stier. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Handlungen, Gespräche, Terminen, Verträge. Der 7. Lebensbereich, wo sich bewegt, hat auch mit Verträgen was zu tun. Nicht nur Partnerschaft und Ehevertrag, sondern auch anderen Verträgen. Außerdem löst aus, dass du eine Nachricht bekommst und das hat einen Einfluss auf deine Partnerschaft. Mond übergeht in Skorpion und beginnt die abnehmende Mondphase.
Bei abnehmender Mondphase können wir etwas starten, was abnehmen soll. Wovon wir loslassen möchten oder verabschieden. Aber bitte auf den Halbmondtagen achten, weil dann gelingt das nicht. Ein Halbmond ist Spannung, werft das alles zurück. Erreichen wir genau das Gegenteil. Eine zunehmende Mondphase eignet sich dafür, etwas starten, beginnen, was vermehren soll. Auch achten auf den Halbmond, dass das nicht in dem Tag ist, weil das werft auch alles zurück. Hier hat ein Einfluss auf deine Persönlichkeit und bei Skorpion-Energie auch auf deinen Gefühlen. Angst loslassen zum Beispiel. 20. Mai steht Mond mit Jupiter in Verbindung. Wenn du intuitiv handelst, hast du mehr Glück. Jupiter vermehrt aber etwas. Und hier handelt es sich um Gefühle und das trifft dich persönlich. Dann in diesem Tag neigen wir dazu, etwas übertreiben. Also halte deinen Gefühlen im Zaum. 21. Mai übergeht Mond im Schütze und aktiviert Themen wie Bewegung, Orientierung, Reisen und Themen noch Werte, Wertschätzung, Finanzen. 22. Mai steht Mond mit Saturn in Verbindung und Saturn belehrt, wie mit Werten umgehen sollst oder deinen Besitz in Ordnung zu bringen. Eine Struktur brauchst hier. 23. Mai steht Mond mit Pluto in Verbindung und Pluto wird betont mit dieser Mondenergie. Mond aktiviert Pluto auch noch und das heißt, konzentriere auf dem Wesentlichen. Aber bedeutet auch deine inneren Kraft, dass du überzeugt bist davon, dass du die Finanzen in Ordnung bringst. 24. Mai steht Merkur im Diamant im Stier. Hier, und das bedeutet, es klärt sich etwas auf, kommt mehr Glanz und beschleunigt das alles, die Handlungen, die Gespräche. Im selben Tag übergeht Mond im Steinbock. Hier hast du in dein Geburtshoroskop Gaia und das ist unserem Planet Erde. Und das zeigt, hier muss etwas manifestiert werden. Und das sind Themen, die Verbindung zu deinen Verwandten. Oder wie kannst du dich behaupten im Leben gegen Konkurrenten und andere davon überzeugen, dass du Recht hast? Und dann kommen Steinbock-Themen auch, dass du Ziele hast, dass du das nicht aufgibst. Und Verbindungen, Kommunikation, Medien, Informationen, Lernen, das ist auch die Schule des Lebens, dass du Ziele hast und das nicht aufgibst und lass nicht beeinflussen von Verwandten oder von anderen. 26. Mai ist Halbmond im Wassermann. Halbmond ist Spannung. Ja, und das erlebst du zu Hause. Dieser Halbmond ist exakt um 17.34 Uhr. In diesem Tag fehlt die Feuerelement, die Kraft, die Mut. Die Begeisterung kann auch bedeuten, dass du einfach müde bist und siehst zurück in deinen vier Wänden und möchtest du deine Ruhe haben. 27. Mai steht Mond mit Neptun in Verbindung. Sie haben ähnlichen Essenz. Beide hat mit unseren Träumen was zu tun, mit unserem Unbewussten was zu tun, mit unserer Fantasie was zu tun, unserer Visualisierung was zu tun. Und das sollst du üben. Und das ist dieser Rückzug. 29. Mai ist Mond im Fischen und aktiviert Themen, Kinder, inneren Kind, Erinnerungen an die Kindheit, Kreativität, Lebensfreude. Und 31. Mai übergeht Mond im Widder, aktiviert Themen wie Neuanfang, Begeisterung, Arbeit, Pflichten, Gesundheit. Liebe Soela, so könnte ich dein Monatshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag,
Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.